Geh mal, kommt, Kinderle, geh mal. Wenn du in der Früh zu den Schafen kommst und sie liegen friedlich und wenn du sie mit dem Lockruf rufst und sie geben der Antwort, dann weißt du, sie sind da und das passt. Wir sind Elisabeth und Erich Zillner und wir haben uns vor langer Zeit, vor über 30 Jahren, entschlossen, aus Wien wegzuziehen, aufs Land zu ziehen. Und da hat sich ein Projekt angeboten zur Wiederbeweidung von Trockenrasen in der Nähe von Hamburg und haben angefangen, Landschaftspflege zu betreiben. Man genießt, wenn ich jetzt auf den Hunsheimer Berg gehe und sehe, wie schön alles ist. Und ja, es tut einfach der Seele gut. Mit unserer Schafherde beweiden wir etwa 60 Hektar Weideland, vornehmlich Halbtrockenrasen und Trockenrasen in den Hunsheimer Bergen. Für blühendes Österreich kommen ungefähr 5 Hektar dazu. Diese 5 Hektar sind deswegen so wertvoll, weil sie in der üblichen Landwirtschaft uninteressant sind, aber für die Vielfalt einer Flora, einer Fauna unabdingbar. Für uns ist es ein Glücksfall, dass die Initiative Blühendes Österreich sich mit dem Fokus auf solche wertvollen Flächen legt. Es ist die Lebensgrundlage für ein ganz breites Spektrum an Tieren und Pflanzen. Sei das jetzt eine gewisse Käferart, sind es Wildbienen, Schmetterlinge vor allen Dingen. Gerade für solche Arten ist das ganz enorm wichtig. Also wir hätten nie damit gerechnet, dass unser Sohn jemals in unsere Fußstapfen tritt. Man muss schon sehr viel Idealismus auch haben, dass man sagt, man macht es. Das Wichtigste, was meine Eltern eigentlich schon mitgegeben haben, war ein Verständnis für die Natur, ein Gefühl für das Ganze, für die Tiere, für die Arbeit in der Natur. Dass man ein Gespür hat, wenn man das Tier anschaut, was denkt das jetzt? Es ist natürlich so, dass in den Generationsunterschieden verschiedene Ansichten da sind. Aber ich würde sagen, die Basis ist die gleiche. Man hat das gleiche Ziel im Endeffekt. Und so kommt dann, glaube ich, auch was Gutes zustande. Es gibt keine Lebensweisheit, glaube ich, sondern man muss mit der Situation, mit der man konfrontiert ist, fertig werden. Und das muss man meistern. Für mich ist diese Vielfalt einfach Lebensqualität. Ich habe mehr Spaß, wenn ich draußen in der Wiesen und in der Hecken ein Summen her, ein Brummen her, wenn das bunt ist und wenn das blütenreich ist. Das macht mir Freude, das ist Teil meiner Lebensqualität.